Am Dienstagmittag ist es in Hummelsbüttel zu einem Wohnungsbrand gekommen. Laut Polizei handelt es sich hierbei um Brandstiftung. Der Täter habe eine brennbare Flüssigkeit in den Hausflur gegossen und angezündet. Drei Personen haben sich über den Balkon der Wohnung in Sicherheit gebracht, da der Fluchtweg aus dem Haus versperrt gewesen sei. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Hintergrund der Brandstiftung soll ein Beziehungsstreit gewesen sein. Nach dem mutmaßlichen Täter wird gefahndet.